immer lustig, immer vergnügt. Ein flottes Trompetensolo und ein Lied auf den Lippen. Zu Hause aber sorgen sich Gabriele Ottinger und Siegfried Arbogast um die Zukunft. Während es die Kinder krachen lassen, fragt sich der Papa, wie soll das alles weitergehen? In dem Haus existieren 4 Schlafzimmer und eins davon können wir ja nur gebrauchen. Und alle anderen 3 stehen quasi leer. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Beide Töchter sind ausgezogen, die eine verheiratet, die andere zum Freund gezogen. Und da ist uns irgendwie bewusst worden, das wird zu groß. Nur locker bleiben. Die Tochter hat die Lösung. Durch das eben, dass Tochter gesagt hat, sie will mal selber bauen. Wir sollen doch mitgehen. Sie macht so ein Mehrgenerationenhaus. Und das war eigentlich dann die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, machen wir. Machen wir einfach nochmal was Neues. Kleiner, aber vielleicht noch besser wie das, was wir bis jetzt haben. Weggewischt alle Sorgen der älteren Herrschaften. Ein Mehrgenerationenhaus. Der Bauplatz liegt in Adelsried, 30 Kilometer westlich von Augsburg. Die beiden hatten es einfach bei der Wahl der Architektin. Es ist ihre Tochter Nadine. Das war schon von Kindheit an. Da existiert heute noch so ein kleines Häusle, wo sie damals bastelt hat. Und dann habe ich auch noch viel mit Lego gekauft und habe die Pläne ihr erklärt. Und aufgrund dessen, das habe ich nicht lange machen brauchen, die hat ja jedes Teil selber nachher gewusst, wo es hingehört. Du hast schon wo eine Baustelle oder was gehabt, irgendwie mit Fliesen legen oder was. Dann habe ich gesagt, du, das Kind braucht irgendwie Aufsicht, ja, die nehme ich mit auf Baustelle. Dann ist sie mit ihrem Dreirad ist in der Baustelle umeinander gefahren, hinten ein paar Fliesen drin. Die hat sie mir dann und die hat sie ihn dann gebracht. Und so hat sich das irgendwie schon, also die war da von Anfang an, muss man sagen, immer schon auf dem Bau und auf Baustelle. Also so die Lego waren schon immer so das Tolle, weil man hat es immer verändern können, man hat immer wieder was anders machen können, man hat so seine Ideen ein bisschen einfach. Scheiß Kind, und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Vom Lego-Haus zum Passivhaus. Es ist das erste völlig eigenständige Projekt von Nadine Ottinger. Die Architektin ist 28, die Mutter 54 Jahre alt. Nadine Ottinger ist verheiratet. Mit Peter Benkart, 44 Jahre alt. Wir haben das Grundstück angeschaut, wir haben gesehen, diese Ausrichtung, dieser Blick, diese Möglichkeit, dass man es eben auch nach Süden schön ausrichten kann, das passt hier alles. Und darauf habe ich auch meinen Entwurf abgestimmt. Also ich habe gesagt, wir öffnen das Gebäude komplett nach Süden, wir verschließen es nach Norden und nutzen einfach die Möglichkeiten, die das Grundstück hier bietet, vollkommen aus. Da man das Gebäude hier großzügig nach Süden öffnen kann, fängt das Passivhaus viel Licht und erneuerbare Energie zugleich ein. Die statisch wichtigen Bauteile sind aus Beton. Alle, vom Papa mit 76 Jahren bis zur Tochter, werden unter einem Dach leben. 2 separate Wohnungen entstehen, aber Nähe ist natürlich gewollt. Sie haben keine Angst vor Familie. Und dieses Spontane hat ein bisschen oft gefehlt, dass man einfach sagt, ja, jetzt schaue ich nur schnell auf einen Kaffee rüber oder so, und da freue ich mich einfach drauf. Wir kommen sehr viel zusammen. Also wir treffen uns eigentlich fast jedes Wochenende oder unter der Woche fährt man auch mal vorbei. Also man trifft sich schon regelmäßig. Ja, und politisch sind wir ein bisschen auseinander, aber da diskutieren wir halt immer und da werden wir halt ein wenig lauter, aber da haben wir kein Problem miteinander. Das, unsere Frauen bremsen uns dann immer ein. Wenn die neben dran einen Haufen Musik machen wollen, sollen sie. Wenn sie es nicht hören wollen, dann irgendein Raum wird es schon geben, wo man dann nicht so mit zuhören muss. Und die hat zu Hause nie geübt. Und wenn wir dann einmal gespielt haben, da
da haben sie sich ja schon gefreut, wenn man da mal zu Hause was macht. Mal schauen, ob es dann immer noch so ist, wenn wir jeden Tag mal ein bisschen Krach machen, ob die Begeisterung dann anhält. Das werden wir sehen. Krach, sagt der. Das ist Krach. In der Zimmerei werden Bauteile gefertigt, die die Dämmung aufnehmen. Sie sollen nach Süden hin sogar über den Hauskörper hinausragen und die Fenster wie ein Bilderrahmen umfangen. Die junge Architektin scheut sich nicht, beim Zimmerer Robert Wittmann Rat einzuholen. Teamfähigkeit ist hilfreich. Jeder denkt an sich, packt abends zusammen, geht heim. Das geht so nicht mehr. Also es ist halt so, dass es heute die Gebäudehüllen, Fachleute gibt, es gibt die Planer vorneweg, es gibt dann später die Haustechniker und das muss man in allen Nenner bringen. Man muss interdisziplinär denken und handeln. Warum? Ja, warum? Weil zum Beispiel der Installateur ein Loch in der Wand reinmacht und das hinterher nicht mehr abdichtet. Und das war früher wurscht. Das war im Prinzip eine künstliche Lüftungsanlage. War früher egal, heute ist es nicht mehr egal. Heute haben wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung und irgendwelche Löcher in die Wand reinmachen ist nicht mehr. Das ist jetzt bedeutet das beste Beispiel. Auf jeden Fall, dass es dann kein Passivhaus mehr ist. Und dann muss man eben sehr aufpassen. Also man muss auch die Firmen von vornherein darauf hinweisen. Man muss es mit denen erarbeiten. Die müssen genau wissen, was sie machen können und was eben nicht. Zwei Monate später schließt sich allmählich die Außenhaut. Die Südfront, großzügig aufgeglast. Solarpaneele. Sie liefern größtenteils Warmwasser, zum Teil aber auch Strom. Siegfried Abogast ist gelernter Stuckateur. Verputzt hat er fast schon sein gesamtes Berufsleben. Er hat zwar eine Fußprothese, aber weder Treppen noch Leitern sind für ihn ein Hindernis. Bei diesem Haus will er richtig hinlangen. Da kommt es jetzt wegen dem, weil ich schon alle Schienen gesetzt habe. Und jetzt darf ich einseitig die Schienen wieder weghauen. Aber das ist nicht meine Tochter schuld, sondern ich selber eigentlich. Ich hätte das wissen, dass man zuerst Fenster setzen sollte. Aber ich habe gedacht, ich fange halt auch mal an, dass ein bisschen was geht. Und weil ich jetzt meiste alleine machen will. Und von daher muss ich halt immer gucken, wie es am schnellsten durchkommt. Das kennt sie von ihrem Papa. Immer rührig. Der Architektin geht in Büroangelegenheiten die Schwester Simone zur Hand. Auch Simone hat ihre Erfahrungen mit dem Vater. Mein Papa ist so ein Mensch, der braucht einfach Arbeit. Ästhetik ist ihm, glaube ich, völlig egal, wie das aussieht. Ich glaube, das könnte die Villa Kuntop und sein, das wäre wurscht. Hauptsache, er könnte sie selber bauen. Der Papa fürs Verputzen, die Tochter für die Ästhetik. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Ständig müssen sich alle einigen, ihre Bedürfnisse mit den anderen in Einklang bringen. Wir haben jetzt unseren Privatbereich ganz nach Osten orientiert, wo wir eben aufteilen in Musikraum, Ankleide und Schlafbereich. Und das ist eben möglichst weit von den Eltern weg, dass man einfach diesen Rückzug zum einen genießen kann und auch den anderen bei seinem Hobby jetzt nicht stört. Das war uns sehr wichtig. Stichwort Krach machen. Also wir haben hier zugunsten von dem Badezimmer eben auf dem Schlafraum oder auf dem Kinderzimmer nach Süden verzichtet, weil wir gesagt haben, bei dem ganzen Ausblick, bei dem ganzen Konzept gehört es einfach dazu, wenn man sich wäscht, wenn man sich badet, dass man das dann auch einfangen kann. Deswegen hier das Badezimmer. Und wenn wir hier rüber gehen, dann befinden wir uns in einem Kinderzimmer, das von vornherein zur größeren Wohneinheit schon gehört.
Hier werden wir auch eine Galerie einziehen, das heißt also diese Dachschräge auch nutzen. Noch eine Generation in Planung? Ja, natürlich ist es aber auch so, wir wissen natürlich auch nicht, wie sehr wir uns vergrößern werden. Deswegen gibt es noch einen zweiten Raum, der wird momentan noch zur elterlichen Wohnung hinzugehören. Den kann man aber mit ganz wenig Aufwand zu dieser Wohneinheit mit hinzunehmen. Und dann hat man innerhalb kürzester Zeit eine entsprechend größere Wohneinheit für eine entsprechend größere Familie. Es gibt viel zu tun für Herrn Benkert. Der Ingenieur hat sich mit der Sonnenseite des Hauses ganz ausgiebig befasst. Das Ergebnis sind Kollektoren in einer Indachbauweise. Die Indachlösung bedeutet, dass das ganze Photovoltaik, das ganze System nicht auf Dachplatten drauf sitzt, separat, sondern praktisch die Dachplatten ersetzt. Man spart sich ja gleichzeitig die Dachplatten. Dafür muss das Ganze aber auch regendicht sein. Das bringt also auch die Regendichtheit mit dazu. Die Schwiegereltern war etwas schwierig zu überzeugen, dass man so eine doch etwas teurere Lösung nimmt. Darum haben wir gesagt, das nehmen wir komplett auf unsere Kasse. Das ganze Dach läuft auf unsere Hälfte. Und heute gibt es natürlich dann auch keine Diskussionen oder Probleme, deswegen dann so funktioniert das hervorragend. Man muss einfach dann Kompromisse eingehen. Dinge, die man sagt, das ist jetzt eine eigene Leidenschaft von mir, das kann ich natürlich den Schwiegereltern nicht aufzwingen, sowas. Und sagt, nimm mal auf uns und dann den Vorteil genießen wir dann gemeinsam. In Full Swing. Der Innenausbau schreitet voran. Die Eltern bewohnen im ersten Stock ein großes Schlafzimmer mit integriertem Bad. Im Parterre liegen die Wohnküche und das Wohnzimmer. Endlich wird die Küche montiert. Siegfried Abogast und Gabriele Ottinger haben ihr altes Haus schon längst verkauft. Sie wohnen und essen seit 4 Monaten im Gasthaus. Also an der Depression fast nahe. Gerade wenn man mal Zeiten gegeben hat, wo dann halt die Handwerker dann doch nicht gekommen sind und hat sich das wieder raus verschoben. Und wie gesagt, wenn man dann also sieht, dass man so mehr oder weniger heimatlos ist, weil man das Haus verkauft hat, ausziehen hat müssen, im Gasthof übernachten muss, die ganzen Sachen alle verstreut sind, so auf 5 Stellen, da drin momentan nicht viel vorwärts geht und dann vielleicht noch mieses Wetter falsch mit dazu, also das dämpft dann die Stimmung schon manchmal gewaltig, also mir zumindest schon. Im Gegenteil, der Bau, der macht mir sogar Spaß, weil ich halt das alles, was ich vorgemacht habe, machen kann, ohne dass einer hinter mir steht, du, das, schau, das fertig was. Wissen Sie ja selber, das ist ja meistens Akkordarbeit und du musst halt immer deine Leistung bringen. Und ich bringe die zwar auch, aber ich kann mich das einteilen. Und das ist das Schöne daran. Ich rede denen nichts rein und die reden uns nichts rein. Ich kann einen Vorschlag machen, den wo ich vielleicht für gut finde und sie nicht, dann sollte es halt sein lassen. Und das ist ganz einfach. Wir haben die Fenster, hat er schon eingeputzt teilweise und ich habe gesagt, die sind aber innen noch nicht abgedichtet. Fenster ohne Abdichtung im Passivhaus geht überhaupt nicht. Das heißt, wir haben alles wieder runtergerissen, abgedichtet und neu gemacht. Da war der stinksauer. Das braucht es nicht. Das glaubt er auch dann nicht, dass man versucht, ihm das zu erklären, was man eigentlich macht und warum man das Ganze macht. Aber das hat man schon immer so gemacht und ja, da wird er richtig laut. Hinterher war es dann, ja, jetzt ist es warm im Haus und es bleibt warm und ich sage, warum es warm bleibt und dann ist es schon klar. Aber erstmal so direkt auf der Baustelle ist es dann schwierig. Streitkultur. Das Leben und Leben lassen. Eindeutig ist das eine Stärke der Bauherren. Und ich schleife dann drüber.
heute ist der erste Tag, wo wir hier komplett zu haben, gell? Wo man nicht mehr in der Dusche schauen kann, bis zum Decke. Kein Rohbau mehr. Alles abdeckt. Immer wieder arrangieren sie sich, verzeihen einander, suchen das Gespräch. Gute Startbedingungen für das gemeinsame Wohnen. Eine freistehende, eiförmige Badewanne kommt da rein, wichtig. Noch ein Kompromiss. Im Bebauungsplan ist eine steile Dachneigung vorgeschrieben. Das Mehrgenerationenhaus hat zwei unterschiedliche Dachneigungen. Wie gibt's denn sowas? Der Grund war einfach der, wir haben hier einen sehr strengen Bebauungsplan mit sehr strengen Vorgaben gehabt. Der schrieb unter anderem eine eingeschossige Bauweise vor, eine maximale Kniestockhöhe und ein steiles Satteldach. Jetzt war natürlich meine Überlegung, wie kann ich das so umsetzen, dass es auch für unsere Wünsche einfach passt, dass es unsere Anforderungen erfüllt. Und da war eben ganz einfach der Gedanke, dass man sagt, man erhöht den Kniestock auf der Südseite so, dass wir ganz ohne Gauben, Quergiebel auskommen und einfach nach Süden die volle Geschosshöhe haben, aber nach Norden uns eben an die vorgegebene Bebauung auch halten und diese Eingeschossigkeit fortsetzen. Ein Kompromiss der fragwürdigen Art. Für Bauherren und für Ästheten. Noch eine Nacht im Gasthaus. Der Depression fast nahe, sagt Gabriele Ottinger. Auch der Bau ist eine harte Probe für die Nerven. Doch im Frühsommer wird alles gemütlicher. Siegfried Abogast werkelt bereits im neuen Hobbyraum. Den teilt er sich mit seinem Schwiegersohn. Die ersten Möbel sind im Haus. Schluss mit dem Nomadenleben für Gabriele Ottinger. Der Schwiegersohn ist noch nicht eingezogen. Die Einbaumöbel fehlen. Ja, wir befinden uns jetzt hier im künftigen Wohn- und Essbereich. Das ist alles offen gehalten und geht dann direkt über in die Küche. Und es sieht jetzt bei uns eben so aus, hier kommt der offene Kochbereich hin. Hier wird eine große Kochinsel stehen. Und an dieser vorbei kann man dann die oberen Räume erschließen. Ich denke, dass der Wunsch von diesem Wohnen auf zwei Ebenen auch daher kommt, dass man einfach, wenn man auf zwei Ebenen lebt, hat man das Gefühl, man wohnt in einem Haus. Und wenn es eben nur eine ist, dann denkt man, es ist ja nur eine Wohnung. Deshalb verzichtet der Papa auf Barrierefreiheit. Hier haben wir jetzt die interne Verbindung der beiden Wohnungen. Und zwar ist das eine Doppeltür. Schalldicht. Ganz einfach mit dem, genau, wir haben einen richtig guten Schallschutz. Haben aber die Möglichkeit, wenn beide Türen offen sind, dann heißt es Durchgang erlaubt. Und da meine Eltern ja auch zwei Ebenen eben wollten, ist jetzt hier eben die zweite Treppe eingebaut. Wir können hier, wenn es denn mal notwendig sein sollte, auch einen Treppenlift installieren und sie können weiterhin beide Ebenen bewohnen. Dann sind wir hier wieder zurück in unserem eigenen Wohnteil. Hier befinden wir jetzt uns in unserem Bad. Kleine Besonderheit hier ist, dass wir die Wanne freistehend vors Glas stellen. Und da haben es auch meine Eltern nicht geschafft, uns davon abzubringen. Hier geht es dann rüber in den Schlaf- und Ankleidebereich. Das Bett werden wir so stellen, dass man, wenn man in der Früh aufwacht, nach Süden den Blick frei hat. Und dahinter gibt es hier dann einen Ankleidebereich. Daran anschließend das Kach, nein, Musikzimmer. Den Außenputz haben die Bauherren selbst aufgebracht.
Zwei unterschiedliche Dachneigungen. Eine einzige Treppe, die vom Eingangsbereich in den gemeinsamen Keller führt. Hier wird das Büro der Architektin untergebracht sein. Die Küche der Eltern, bis ins Detail geplant. Wenn sie immer arg pingelig ist. Es ist halt sehr pingelig, wie genau was sein muss. Das muss genauso sein und dieses muss genauso sein. Und dann, wenn irgendwas eingebaut ist, ja, nicht irgendwie drankommen, es könnte ein Stäubchen draufkommen. Nein. Ja, aber schiefe Tür, Zagen sind schon... Das hat halt damit nichts zu tun. Sie sind schief. Entweder sie sind schief oder sie sind... Aber da kann ich eh nichts dafür. Doch. Die schiefe Ziel. Der hat ja der Vater eingeputzt. Und ich hab's gerade machen müssen. Beide, ihr habt's beide oben diskutiert, das passt schon. Hauptsache nicht nochmal. Ja, wenn man was gemacht hat, dann hätte man es gerade abgeschlossen. Das ist ja das, so nicht nochmal rausreißen, das Ganze, weil sie hat ja recht gehabt. Sie hat ja dummerweise dann auch noch recht gehabt, dass es schief war. Gabriele Ottinger ist zufrieden. Sie hat jetzt ein ganz modernes Bad mit daran anschließendem Schlafbereich und Ausblick in die Natur. Die Fliesenarbeiten hat ihr Mann erledigt. Die Dusche. Alles ist pingeligst durchgeplant von der Tochter. Nach 5 Monaten Gasthausessen nun die Erlösung. Die Mutter hat ihre eigene Küche. Und der Papa? Beim Papa geht's gleich schon weiter. Der darf bei uns in der Eigentumswohnung, die wir uns gekauft haben, in Eich auch gleich weiterarbeiten. Da geht's gleich im Oktober weiter. Ein bisschen wenig Arbeit? Nee, langweilig wird es nicht. Also er darf Fliesen legen, er darf Ecken ausbessern, streichen, Parkett verlegen, alles Mögliche. Sie halten zusammen und erstaunlicherweise sparen sie dabei nicht mit Auseinandersetzungen. Wo der Bleistift ins Eck nicht gefeiert hat und bin gerne. Mit dem Spiegel hinmachen, ja, ja. Weil halt der Spiegel irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Und das ist klar, das geht um Millimeter-Sachen. Und dann hat sie immer drin reingeredet, wie so Frauen sind. Halt irgendwann habe ich halt die Schnauze voll gehabt, dann habe ich den Bleistift ins Eck gefeiert und habe gesagt, mach deinen Dreck selber. Ja, und das Netteste war, ich habe dann noch gesagt, ja, ich habe gar nicht gewollt, dass du den Spiegel hinmachst. Das hätte der Peter können auch machen. Dann ist der Schwiegersohn gekommen, der hat ihn dann auch drüben bei Tochter und Schwiegersohn sind nun die Einbauteile montiert. Ausschließlich glatte Oberflächen charakterisieren die Küche. Nur Terrasse und Balkon fehlen noch. Lieferzeiten sind derzeit schier unendlich. Der Putzrahmen an ihrem Haus ist fertig, trotz säumiger Handwerker. Politisch war es doch mal beim Außenputz dann, oder? Als wir den Außenputz machen mussten. Als das sind uns die Helfer am Tag, genau. Als es losgehen sollte. Am Abend vorher, kurz vor 9, also spät abends geht das Telefon, ruft mein Vater an, sagt er, morgen kommt keiner. Das Wetter war schön, das Gerüst war schon vom Abbau praktisch geplant und alles vorbereitet und kommt keiner. Und dann, ja, du warst ziemlich stinkig. Ja, ich war mal sauer, was sollen wir jetzt machen? Und dann haben wir den Anruf vom Sigi und von meinem Vater zusammengerufen und ich, jetzt ziehen wir es zu dritt durch. Das kriegen wir irgendwie hin, das Ganze. Und dann, auch wenn es bis in die Nacht reingeht und wir fangen halt in der Früh um 6 an und bis in die Nacht rein und wir haben es geschafft. In 2 Tagen war der Außenputz drauf. Das war toll. Das war ganz, ganz enge Geschichte, aber
Wir haben es geschafft. Bisschen stressig, aber es ist dann doch noch, hat doch noch geklappt. Bei der Innengestaltung ihres Hausteils hat die Architektin natürlich freie Hand. Logischerweise gibt es darüber in der Familie ein herzliches Palaver. Ja, beste war ja schon mit ihrer Bartern. Also ja, klar, ja, die lustige Bartern, das Ei da. Das habe ich mir meine andere Tochter, die sagt immer, sie muss jetzt Überraschungsei. Also, die hat ja schon gesagt, du hast das, wenn sie schon gehabt hättest bei der Hochzeit, wo sie geheiratet hat, dann hätte sie das gefüllt mit lauter Überraschungseier und hätte irgendwie außer irgendein brauner Tuch oder irgendwas rumbunden, also irgendwie so als Gag, wenn sie das also schon ein Jahr vorher gehabt hätte. Weil das nennen wir halt einfach als Ei. Ah ja, unsere schöne Eiwanne. Unsere freistehende Badewanne, ja. Die ist eiförmig. Allgemeines Gelächter ausgelöst, also gerade bei meiner Familie und bei meiner Schwester auch. Also da wird man auch schon gern mal auf den Arm damit genommen, von wegen halbes Überraschungsei und wie was, Blindenstock als Wanneneinlauf und so. Also. Also weil wir halt ein bisschen mehr auf so Designteile auch schauen. Das, wir haben, Nadine hat das gefunden, wir sind dann extra rübergefahren nach Münden, um das Ding auszuprobieren, weil es ist relativ teuer. Allerdings, es schaut schon besonders aus, aber vielleicht kann man nicht gut drin liegen. Dann haben wir uns ein Schaufenster reingelegt, in die Badewanne. Gesagt, es ist bestimmt nicht bequem. Ist bestimmt nicht bequem, genau. Aber dann haben wir uns da reingelegt bei denen, ein Schaufenster in die Badewanne und siehe da, das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Das Ei mitsamt Krückstockarmaturen. Und mit freiem Blick zum und vom Feld. Gabriele Ottinger hatte die Gestaltungshoheit in ihrem Hausteil. Das alte Sofa und... Ach nee. Haben Sie die Salatschüssel nicht gesehen? Das ist wieder Salatschüssel. Weil ich mir halt so ein besonderes Waschbecken rausgesucht habe. Und leider Gottes heute immer noch die Armatur dazu fehlt. Und die haben es mir als alles Mögliche betitelt. Ich habe gesagt, das schaut ja aus wie beim Zahnarzt. Ja, das war der Peter, genau. Der hat gesagt, das ist ja wie beim Zahnarzt, die Schüssel, wo man reinspuckt. Ich sagte, das ist eine Salatschüssel. Ich sage, ja, also jetzt hör jetzt mal doch auf. Und ich wollte echt einmal ein bisschen was Pfiffiges da reinbringen. Jetzt wird das als alles andere betitelt, nur nicht als Waschbecken. Aber auch das ist mir egal. Die kommt trotzdem da rein und die steht da ja bereits drin. Eine Salatschüssel, tatsächlich, die haben wir einer. Die sieht eben so ähnlich. Nein, ich sage, ey, wieder, gib doch die zurück, da brauchst du ja, doch die noch machen. Die wäre bestimmt weniger kommen, wie das, was ich drin stehen habe. Die Salatschüssel, noch ohne Armaturen. Die beiden Paare haben die Bauphase ohne Gram gut überstanden. Sie können sich problemlos zusammenraufen. Das sind beste Aussichten für die Zukunft, auch für die in Planung befindliche dritte Generation. Vorbei. Die Zeiten von Passivhaus, Solarthermie und Stahlbeton. Während oben die Zukunft stattfindet, vollzieht sich unten, tief im Bauch des Hauses, ein Rücksprung in die Vergangenheit. Dort ist seit dem Einzug vor inzwischen 3 Jahren eine riesige Siedlung entstanden. Eigentlich bin ich darauf gekommen, weil meine Tochter unbedingt eine Krippe wollte. Weil ich habe eine Schwarzwaldhaus-Krippe gehabt, die habe ich nachher zusammengehaut. Und dann hat mir meine Tochter das Buch da geschenkt und hat gemeint, ob ich die Krippe ihrer machen tät. Und dann, so fing alles an. Und habe ich die gemacht und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Krippe um Krippe hat er seit dem Einzug eine Parallelwelt geschaffen. 7 Stück sind es schon. Weiter oben im Haus ist es nicht so zügig vorangegangen. Der Handlauf der Treppe fehlt immer noch. Wenn es hier glatt ist, dann kann ich meinen Christa drüben schieben.